Hallo MVP und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Reborn! Yeah! Es geht wieder los, Leute, es geht wieder los! Joa, ich freue mich, ich freue mich! Danke, AC, für den netten Hinweis, dass es wieder losgeht. Na, dann geht's auch jetzt direkt wieder los. Wow, 121 Stunden haben wir mit diesem Spiel schon verbracht, ey. Und wie viel der Part ist das? 132. oder so? Wir sind wieder da. Es regnet und kriegen jetzt keine Instruktionen, wie es weitergeht. Ich habe nämlich vergessen, wie es weitergeht. Scheiße. Was geht hier so? Kann ich mit euch reden? Na, guck mal, diese Leute, die hier standen, sind auch weg. Da, wo man gratis den Charakter tauschen konnte. Ja, an der Seite sehen wir unser momentanes Team. Ja, komm, stell ich uns erstmal vor. Diese Folge, ne? In der Zeit sind ein paar neue Leute dazugekommen. Und die sollen natürlich auch up to date sein. Hier haben wir unsere Pokémon. Wir haben einmal den guten Frogoat Level 75. Ja, mit Dark Pulse, Smackdown, Surfer und Extra Sensory. Die kann Taucher, das heißt, mit der können wir weiter. Weil das letzte Spiel hat, glaube ich, da aufgehört, wo man Taucher lernen musste oder so. Mit Play Rough, Dive, Rain Dance und Super Power. Brick Break, Rock Climb, Crunch und Swagger. Der gute Brandon. Mit einem Black Belt. Sie trägt kein Item, er trägt mystisches Wasser. Der Radiosender, einer unserer wenigen, in Anführungsstrichen, Shiny Pokémon. Und natürlich Steins Gate. Der hat uns schon durch vieles durchgeballert. Mit seiner coolen Ability Sturdy. Welches ja an diesen anderen Spielen, wo ich immer denke, das funktioniert, nicht funktioniert. Ja, auch seine EV-Werte sind auch ein bisschen im Arsch, aber hey. Wir haben Chiron mit einem Einsatz, das sehe ich jetzt erst. Ein einziger? Ja, gut. Habe ich gesagt, dass ich ein gutes Chiron habe? Nein. Aber unser Chiron haut's raus mit Moonblast, Psychokinese, Shadow Ball und Command. Und dann werden wir auch schon wieder mal anfangen. Ja, dieses Spiel spielen wir schon eine Weile und es laggt. Aha! Wie jedes Spiel eigentlich, was auf einem RPG Maker Spiel basiert. Gehen wir mal hier hoch. Ich meine, hier würden wir mehr Informationen über mehr Informationen bekommen oder so. Why do you understand we can just set her free? I will miss her sibling some strange. She was our friend after all. Blablabla. Wie auch immer, was eigentlich wichtig ist. Wir werden dir ein bisschen Zeit geben in diesem Ding. Ei, Desperation macht und so weiter. Ja, die Frage ist. Ah doch, ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Ja, sich erstmal zu orientieren ist nicht so einfach. Hä? Und der lässt mich jetzt hier nicht durch, oder was? Sorry, Paul, there's wheel shut off because of low traffic. Maybe once business back up, we can open it again. Müsste jetzt nicht eigentlich alles wieder repariert sein? War ich nicht der King hier? Habe ich uns nicht gerettet? Oder war ich das nicht so? Ja, dann gehen wir halt. Ich meine, hallo, Route 2. Auf Route 2, ja, wir spielen das Spiel schon seit 132 Episoden, Route 2. Wir haben es halt nicht so mit Routen, ne? Wir sind halt, hier ist wie immer. Oh mein Gott, das ist so lange her, dass ich das gemacht habe, dass ich nicht mal mehr weiß, wie dieses Rätsel hier funktioniert. Ach so. Yeah, wir sind wieder da. So, dann hier hoch, da lang. Nee, da unten dann drauf und hier drauf. Ja, perfekt. Wir haben es drauf, Leute. Öbi. Which shall I hack today? He said in battle with you. Hä? Hat er sich zurückgesetzt? Den hab ich doch schon mal besiegt. Ja, egal. Unser erster Kampf in der neuen Version. Level 61, yo klar. Und wieso hagelt's? Ja gut. Wenn wir schon einen Drachen als Gegner haben, dann aber richtig. Kann mir mal einer sagen, wieso wir kein. Au. Wieso wir kein.
Komm, lass mich nicht lügen. Wieso haben wir denn keinen Eisstrahlattacken und sowas? Haben wir nicht nötig, oder? Wir haben keine Eisattacken. Das macht mich ein bisschen sauer. Ja, okay, ist nicht so, als würden wir Eisattacken brauchen. Regler 75? Ja, Alter, wir kommen zurück, ne? Es eskaliert komplett. Dum, 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 dum. Standler! Mit deiner Headbutt. Jum, klar! Natürlich macht Headbutt 2 Millionen Schaden. Wir sind fucking Tank. Wir sollten eigentlich gar keinen Schaden bekommen. Dum, 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 dum. Yo, ich hoffe, das wird wieder richtig geil. Natürlich werden die anderen Projekte, die ich am Laufen habe, nicht deswegen wieder pausiert, so wie ich es eigentlich immer mache. Ich habe das so in etwa im Wechsel geplant. Wenn das okay ist. Also ich kann natürlich auch theoretisch, ja, der auch. It's so cold and wet and around, I'm a trying, I'm gonna find a HM to get through it, but in the meantime, let's have a warm-up. Ich glaube nicht, dass du einen, hier in diesem Spiel habe ich auch übrigens angefangen, jedes Spiel zu übersetzen, weil irgendeiner meinte, dass er nicht so gut Englisch kann, und seitdem übersetze ich alles, und wie ihr gesehen habt, habe ich die zwei letzten Trainer natürlich übersetzt. Nicht. Weil das habe ich auch schon wieder grundsätzlich nicht nötig, so wie es aussieht. Immer Step zu haben, liebe ich auch immer noch. Es gibt nichts über immer Step zu haben, wisst ihr? Deswegen mag ich eigentlich Rogue auch so gerne. Seitdem wir auch seinen Trade geändert haben, dass er nicht mehr Kamerupt, habe ich das richtig gelesen? Ja, dann lassen wir das. Ja, Kamerupt. Ja, Doppelschwäche Wasser kann er haben. Was nochmal verstärkt ist durch unser Mystic Water, das heißt, der hatte sowieso grundsätzlich schon mal gar keine Chance. Aber hoffentlich sind wir bald aus dem Schnee draußen, ne? Also das sollten die mal mit diesem RPG-Maker-Spiel hinkriegen, dass das nicht übersteuert. Seht ihr, jetzt ist nämlich alles okay. Erstmal eine Runde surfen. Was gut ist, wir sind noch auf kein wildes Pokémon getroffen. Für gewöhnlich trifft man die ganze Zeit auf wilde Pokémon. Na, wenn das nicht doch die Leo ist. Dun, 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 dun. Ja, dieses Spiel ist halt eine der besten Pokémon-Spiele. Also jetzt mal simpel ausgedrückt, wirklich. Was auch Fanmade-Pokémon-Spiele angeht. Und hier geht's lang. Hoffe ich zumindest, dass ich jetzt gerade richtig fahre und nicht wieder falsch. Ah ne, ich bin falsch gefahren, oder? Oder? Oder, ich bin noch verwirrt. Ne, hier kann ich scheinbar lang. Dann sollte ich das auch tun. Oh, das ist ja riesig! Der Wilma! Ja, das hier ist keine Nuzlocke-Challenge für die, die denken, ich mache immer Nuzlocke-Challenges. Nee, aber das hier ist so mehr oder weniger... Sagen wir es mal so, so eine Ich-muss-gut-spielen-Challenge. Weil wir hatten in der Vergangenheit hatten wir richtig viele Probleme, ohne Mist. Aber irgendwann habe ich herausgefunden, wie man Pokémon spielt, und dann ging es. Ist das jetzt, bin ich jetzt in einem neuen Gebiet oder bin ich einfach nur behindert im Kreis rumgelaufen? Ich bin behindert im Kreis rumgelaufen. Oder habe ich mittlerweile Kaskade? Ich habe mittlerweile Kaskade, oder? Tauchen konnte ich schon die ganze Zeit. Ich hätte mir vielleicht vorher, ja, wie soll ich sagen, mein Zeug angucken sollen? Weil ich habe das Gefühl, dass ich Kaskade habe und mit der eventuell, ja, guckt euch das mal an, ich bin einfach im Kreis gefahren. Wie schlecht. Ich bin da runtergetaucht, bin da hinten wieder hochgekommen. Ich gucke jetzt einfach, ob ich Kaskade habe. Sollte ich nämlich Kaskade haben, bin ich ein Retard. Sorry, dass das jetzt schon wieder, ne? Ihr wollt Neues vom Spiel sehen, was macht ihr? Erstmal derpen. Das kann er nämlich am besten. Und natürlich habe ich Kaskade. Dumm. Einfach dumm. Ja, dann gehen wir uns jetzt Kaskade packen.
Da gibt es nämlich ein bestimmtes Pokémon, ne, was Kaskade, dem ich Kaskade beigebracht habe. Ja, soll ich einen Schnitt machen? Damit wir was Neues erleben, wisst ihr, ich möchte euch jetzt nicht eine Episode geben, wo ich erstmal richtig dumm rumdörpe. Ich gehe jetzt hier an diesen Rand, ne, da wo das Wasserding ist. Und dann komme ich zurück mit dementsprechend vorbereiteten Wasser-Pokémon. Und Cut, Leute, Cut, 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 Cut. Da sind wir wieder! Nicht wieder in der Höhle, weil ich nach ein bisschen Nachgucken herausgefunden habe, dass wir gar nicht in diese Höhle müssen. Aber jetzt habe ich trotzdem Fischfilet mit den Guten. Denn Fischfilet hat richtig Bock, wieder mal ein bisschen aufzutauchen hier. Der kann Waterfall und Dive, also Kaskade und Taucher. Es war zwar richtig, dass wir jetzt Kaskade einsetzen können. Aber ich war trotzdem falsch. Was witzig ist. Boom. Ja, so will ich das sehen. Also so möchte ich das sehen, Leute. Wir müssen nämlich dahin, wo diese zwei den Wasserfall runtergefallen sind, weil da können wir jetzt die verfolgen. Ist zwar merkwürdig, ne? Habe ich nicht mit gerechnet. Aber ich habe schnell gelesen, ne? Wo fängt man Episode 15 an? Meinen die so, ja, geh da zu dem Wasserfall. Also gehen wir jetzt zu dem Wasserfall, bevor wir uns hier 30 Minuten dumm und dämlich suchen, nicht wahr? Wir wollen ja auch weiterkommen. Dass der jetzt mich lead seedet, finde ich jetzt schon wieder ein bisschen dreist, muss ich dazu sagen. Weil so geht's nicht. Also, ehrlich, so geht's nicht. Der kann gerne mich angreifen oder so, ne? Aber nicht lead seeden. Lead seeden ist gegen unsere Vereinbarung. Nun fahr ich Fahrrad. Oh nein, ich versuche wieder zu singen und das klappt überhaupt nicht. So eine Tragödie. Die Frage ist, ach, muss ich jetzt wieder gegen alle Leute hier kämpfen? Hey Lord Gloomy, ey. Das kann ja was werden, meine Freunde. Das kann ja was werden. Ja, da hat er auch tatsächlich einen Gloomy auf Level 75. Ist der denn von allen guten Geistern verlassen? Wo ist eigentlich. Sind wir sicher, dass ich keine Eisattacke auf meinem Pokémon hatte? Echt? Ich hatte keine Eisattacke? Nö! Mir gehorcht nur Pokémon bis Level 75 oder was? Ja, klar! Nö! Nö! Fängt das schon wieder an? Ey, die sind auch Level 75! Aber immerhin macht er das, was er soll. Ja, geil. Also das wird kritisch, Leute. Also wir kassieren schon wieder hart jetzt. Natürlich. Bis Level 75. Meine ganzen Pokémon sind fast Level 75. Hier, Dingens nach vorne. Radiosender, da wird das richten. Live auf Sendung mit dem Radiosender. So, hier rüber springen. Dann sind wir hier unten. Ja, ich finde es immer noch ein bisschen belastend, dass das noch immer rumgammelt. Ja, ich komme ja auch nicht weiter. Was soll denn das? Ja, aber ich meine, hey, so ein geniales Spiel. Endlich mal wieder zu spielen, das ist doch, das macht doch Spaß. Ich finde, dass es jetzt ein bisschen laggt, ist halt so. Kann man nichts gegen machen. Ach so, hier kann ich nicht. Okay. Ich habe mich erstmal wieder an dieses Spiel gewöhnt. Nach so Ewigkeiten. Ich höre mich vielleicht auch gerade ein bisschen merkwürdig an, weil ich ein Tuch vor dem Mund habe. Ja, natürlich. Man like me, it's over these rocks. Es ist doch klar, dass ich Level 75 bin. Oder nicht? Oder war ich überlevelt? Na, okay, ich bin wahrscheinlich ein Stück überlevelt. Aber das kann mir egal sein. Erstmal Dragon Pulse. Belly Drum. Ja, wenn er das für richtig hält. Das wäre halt auch nicht schlecht für unsere hier.
sag schon, für unsere Jurel. Denn Jurel kann an sich mit Belly Drum eigentlich relativ viel anfangen. Philoswine. Das ist nicht so schlau, Radiosender draußen zu lassen. Wo sind denn meine ganzen Pokémon? Wieso habe ich denn so ein merkwürdiges Team mit? Das funktioniert doch eigentlich vorne und hinten. Yo, na klar! Das funktioniert ja eigentlich vorne und hinten nicht. Wir haben kein Feuer-Pokémon. Ja gut, wir brauchen momentan kein Feuer-Pokémon, aber ne, relativ gesehen. Ich habe übrigens, um euch mal so ein zeitliches Gefühl zu geben, um 10 nach 9 habe ich angefangen, diese Episode aufzunehmen. Wir haben mittlerweile halb 11. Und das liegt wieder einfach nur an meiner Dummheit, weil ich die ganze Zeit verzweifelt gesucht habe und nichts gefunden habe, wisst ihr? Was dumm ist. Und zack, und weiter, und jetzt dürften wir eigentlich bald da sein. Ah, oh, und hier leckt es auch nicht mehr, geil. So, und jetzt können wir endlich diesen Wasserfall hier runterfahren. Den hätten wir aber auch schon vor. Ah, ne, konnte man nicht, okay. Normalerweise kann man ja Wasserfälle einfach so runterfahren. So. Da bin ja ich. Oder zumindest so jemand ähnliches. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Tania gesprochen habe. Du hast du eigentlich eine Ahnung, wie lange ich hier unten gewartet habe? Nee. Du? Ach, die Tania war Franzose, ich erinnere mich. Weil ich weiß es nicht. Wir kommen in dieser Mausefalle. Wenn ich hier runterkomme und eine Gruppe von dem Meteor hat Ameria mitgenommen. Ich war ziemlich überrascht, dass die Meteor hier ist, aber dann... Nun gut, diese Untergründe sind ein normaler Platz für diese Gesindel. Aber bei dieser Logik, vielleicht sollten wir Florarius Bruder ist auch hier. Ach ne, Florarius Bruder. Wie du sehen kannst, habe ich hier, mich schon mit diesen Leuten angelegt. Hochachtungsvoll, ich war ein bisschen sauer, aber ich glaube, ich habe die Situation ordnungsgemäß angebracht. Der hat die umgebracht oder was? Hat die verklatscht? Yo, Titania geht ab. Leute, also Titania bringt einfach Leute um. Und dann haben sie mich hier unten eingesperrt und seitdem bin ich hier gefangen. Ich weiß nicht, ob ich sie befragen soll, aber normalerweise sollten sie sterben, Darn. Wie auch immer, das ist, wo wir sind. Ich weiß nicht, was passiert ist und ob ich den Schlüssel habe oder so. Wie auch immer, ich möchte nicht meine Gewohnheit, irgendwelche komischen Sachen aufzuheben, die dir gehören oder so. Vielleicht kommt das irgendwann, ja, ist es nützlich. Ah, endlich Gesellschaft, wurde auch Zeit. Hi, Gislash! Yo! Stepping into the room with me is the last dumb thing you ever do. Also, mit mir in einen Raum zu kommen, war das Dümmste, was du hier getan hast. Ein neuer Commander kommt auf ihre Seite. Wir haben Erlaubnis zum Great Trade Center. Warum? Das kann ich dir nicht sagen. Ich folge nur den Informationen, die mir gegeben wurde von der höheren Hand. Gut. Dann lebe bei deinen Ordern und sterbe bei ihnen. Khatum! Yo, die ist ja richtig behindert. Die tötet die einfach, Alter. Ein Pokémon spielt die, metzelt die einfach ab. Killing Spree, Alter. Du, wir sehen uns. Khatum. So viel zum Thema, wir sind gefangen. Ein neuer Commander ist also angekommen. Zur selben Zeit wie du. Ich werde uns diese Schwierigkeiten bewahren und wir gehen weiter. Sie haben die Tür offen gelassen, das ist offensichtlich eine Falle. Und mich interessiert das eigentlich nicht, ich gehe jetzt da rein. Jo, also auf jeden Fall, schon mal was gehört von Metzel, bringt einfach rum. Also da weiß ich jetzt auch nichts zu sagen. 4 Leute. Titania und Killing Spree, Alter. Und es geht weiter.
Und wieder einer kaputt. Ja, wir sollten jetzt gehen. Ich möchte das sagen, so. Tschüss. Ich werde diese Fehler nicht in noch eine größere Unmunst vermachen. Also jeder, der zwischen mich und Ameria geht, wird mit seinem Leben bezahlen. Du musst natürlich helfen. Das war natürlich auch deine Schuld und ich erwarte, dass du es wieder reparierst. Oder das ist keine Entschuldigung. Ich möchte nicht versuchen und die ganze Schuld auf dich schieben. Aber glaube mir, ich würde nichts mehr tun, als davon zu laufen mit meinem ganzen Team. Aber ich kann das alleine. Ich habe nur Agislech mit mir. Und dieses ganze Gewicht zieht mich runter. Und ich bin hier schon viel zu lange unten, um die Kraft aufzubringen, zu kämpfen. Also gegen alle alleine zu kämpfen. So werde ich dich für einen Gefallen bitten. Wir können mir beide zurückkehren später. Diese Maschine in diesem, in der Mitte des Raumes sollte das Wasserlevel kontrollieren. Wir sind hier gefangen, solange man nicht dahin kommt. Ich weiß nicht so genau, also ich bin nicht so ganz auf der Höhe, das heißt, du musst es übernehmen. Okay. Hab ich gemacht. Genau, das sollte ich tun. Ich werde jetzt erstmal gehen. Da hoch möchte ich. Ist das möglich? Achso, jetzt kann ich hier... sind hier Treppen. Ich wollte gerade sagen, kann ich jetzt hier überhaupt lang? Kann ich hier durch? Kann ich darüber springen? Ich möchte in diesen Raum, da waren Pokéball, Leute. Den möchte ich eigentlich haben. Was ist das hier? Ach, die kann ich schieben. Ja, aber wohin? Und wenn ich die schiebe... Ja, hier zwischen nützt ja scheinbar nichts. Ich komme ja scheinbar von da rein und kann dann da hoch, ne? Ach, hier gibt's Pokémon! Ich laufe hier wie so ein Behinderter durch. Ja, das ist nur Gumi. Gulpin. Sorry, ich hab mich vertan. Also, den Namen Pokémon kennt er ja. Ich hatte gelesen, dass die Sprites recolored wurden, aber scheinbar nicht für Dingens. Schade. Ich möchte jetzt gerne da hoch. Na, wenn das... Ich habe auch eins. Also, ich habe auch einen Grimer und mein Grimer ist cooler. Muss man dazu ganz einfach sagen. Auch wenn hier Giftattacken im Vorteil sind. Alter, Titania hat die einfach umgemetzelt. Ey, da komme ich nicht drauf klar, ne? Der einfach so... Nimmt ja eigentlich Fleisch und bringt die Leute einfach alle um, Alter. Deluxe Killing Spree, ey. Nee, hallo. Nun habe ich keine andere Wahl, nicht wahr? Wenn ich runterfalle, wenig Speicherplatz, schließen. Werde ich sie nicht so sehr beleidigen. Okay, hold on, einen Moment. So viel wenig Stärke. Wenn du nicht herausfinden kannst, welchen, wohin du gehst, werden wir wahrscheinlich ein paar Sachen herumschieben müssen, auch so eklig wie es ist. Ja, und ich würde sagen, das war's erstmal für diese Episode. Die wird ein bisschen kurz sein, aber freut euch. Es geht wieder weiter mit Pokémon Reborn und wir werden es in vollen Zügen genießen. Titania ist auf einer Killing Spree. Dann nehmen wir das mal so hin und lasst uns überraschen, was noch alles passiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich stehe vor so einem komischen Balken und ja... Haltet die Ohren steif und legt euch nicht mit Titania an, weil die bringt euch einfach um. Weisheit des Tages.